Hallo und herzlich willkommen zurück in der zweiten Saison mit Lincoln City. Auch hier haben wir einen Vorbereitungscup. Das ist super. Ja, genau, Huang Bowen ist im Nationalteam. Der ist im Nationalteam unterwegs. Sonst niemand. Ich werde wahrscheinlich auch auf die Ersatzbank sitzen müssen. Jetzt sollte es gehen. Murk wollte auch Zeit haben zum Spielen. Die werde ich ihm gewähren. Dass er hier aufläuft. Und los geht's gleich. Oh. Charlton Athletics ist hier der erste Gegner. Eine erfreuliche Meldung gibt es schon zu tätigen. Maguire Drew ist nicht mehr verliehen, sondern ist jetzt fixer Bestandteil der Mannschaft. Konnte erworben werden. Kann er sich hier durchsetzen? Zwei Spieler mussten abgestellt werden aufgrund von Nationalteam-Tätigkeiten, das habt ihr aber eh gesehen. Der Scheich hat sich jetzt auch ein bisschen zurückgezogen aus dem Geschäft. Man hat jetzt nur noch quasi ein Transferbudget von 8 Millionen über. Seinen Sohn hat man nach wie vor noch verpflichtet. Er hat auch Leistung gebracht. Mal sehen, das wird auch so bleiben dabei. Ja, die Stammmannschaft konnte man größtenteils halten. Nämlich komplett. Ein bisschen verstärkt hat man sich. Natürlich. Mal sehen, ob es sinnvoll verstärkt war oder nicht. Das wird sich weisen. Oh. Da das noch Transfers aus dem letzten Jahr waren. Holmes. Und nun beginnt die Vorbereitungen, aber nicht so top. Wieder in die Saison.
Ah. So, jetzt vielleicht Lovrencic. Nein. Murk verdribbelt sich hier. Ja, denen steckt die harte Saison noch in den Knochen. Das merkt man ihnen an, noch etwas behäbig, wie sie hier spielen. Postweg. Nichts aus dem Konter ist hier geworden. Ja, das war schon soweit. Da wird kein Vorstoß zugelassen von der gegnerischen Mannschaft. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, das war nichts von Holmes. Null zu null. Erste Partie. Ja, er hat noch nichts gezeigt. Ging aber auch nicht so viel über ihn. So, Church kommt rein. Gott sei Dank. So, jetzt vielleicht mein Konter. McGuire Drew. Schön auf Church. Und ein Lebenszeichen von Lincoln City.
Oh, 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 Gott sei Dank. Wahnsinn, was für Fehler hier gemacht werden. Schön, Church. Ah. Der konnte nicht mehr. Alter. Eigentlich war das abgefälscht, meiner Meinung nach. Burg. Wuchtiger Schuss. Substitution for Charlton Athletic, coming off the pitch, number 18, Carlan Ahern-Grant, to be replaced by number 24, Nicky Ajose. Ei, ei, ei. So, was macht man hier? Was macht man hier? Knott kommt auf jeden Fall einmal. Ja, und Lovrencic. Hier kann sie sich auch auf der Seite nicht durchsetzen. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Beste Chance für Lincoln City. Ja, jetzt drücken Sie. Ah. Boah. Bist du deppert, Alter. Zu Recht. Der ist umgemäht worden. Bist denn du deppert.
Knott. Knott, 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 das gibt's ja nicht. Das gibt es nicht, Leute. Unglaublich, doch noch die Erlösung. Bostwick schießt. Der Ball prallt irgendwie ab und kommt zu Church und der macht das 1:0 in der 89. Minute. Unglaublich. Schön gemacht. Wechselmöglichkeit hat man aber eh keine mehr. Schön gemacht. 1:0. Wird das doch noch ein versöhnliches Ende? Und das 2:0. McWyatt Drew. Da sind sie dann auf volles Risiko gegangen und da war die Lücke da. Schöne Nacht. Ja, späte Tore, die hier gefallen sind. Das war's. Hier die Highlights. Murk schießt drüber. Das war mal ein Warnschüsschen. Ja, ein Hin und ein Her, wobei die andere Mannschaft ein Tick besser war. Mehr zeigte. Besser stand. Es war kein Durchkommen möglich. In der zweiten Hälfte kam man dann aber besser ins Spiel. Drückte gegen Ende der Halbzeit enorm. Aber da in dieser Phase gelang noch nichts. Hier die rüde Attacke von Ginnelly, der zu Recht gelb sieht. Aber dann, Knott schießt hier noch drüber. Hier das 1:0, Bostwick schießt, der Ball prallt glücklich ab zu Church. Und der macht das 1:0 und Church ist auch beim 2:0 beteiligt. Und zwar auch durch eine Vorlage. McWyatt Drew zum 2:0 Endstand. Das war's von meiner Warte aus. Ich bin der Fangamer. Macht's das gut. Bis dann und ciao.